Sollen wir uns mit dem Wildschwein anlegen? Wir können ja noch einen Speer bauen. Nee, können wir nicht. Wir haben keinen Holzstamm mehr. Wir können es versuchen, ne? Wir versuchen das jetzt, oder? Wir können uns ja nicht immer in die Flucht schlagen lassen. Wir holen uns die Sau. Hallo und willkommen zurück in Nichopia. Hier in Sengoku Dynasty. Nichopia liegt direkt vor uns. Da hat sich jetzt noch nicht so viel getan. Ich habe mal unser Lagerhaus für Wasser, unser Getränkelager irgendwie fertiggestellt. Und ich bin mir noch nicht sicher, was man da so reinpackt. Wir haben bis jetzt nur Sake, also Schnaps. Ich weiß nicht, ob das förderlich für die Produktivität unserer Dorfbewohner ist. Deswegen habe ich den mal woanders gelagert, hier in unserer Kiste. Den können wir dann vielleicht verkaufen oder so. Also da müssen wir noch rausfinden, wie wir Getränke ranschaffen. Im Moment ist Akko, glaube ich, ganz glücklich. Wie geht es dir? Das Leben ist nicht schlecht, gar nicht so schlecht. Ich hätte nicht erwartet, das je wieder sagen zu können, aber es ist wirklich so. Das ist doch in Ordnung, oder? Und bei Dynastie sehen wir jetzt auch, dass sie irgendwie halbwegs zufrieden ist, scheinbar. Minus 50 Mahlzeiten. Minus 60. Ach so, ich glaube, man kann denen ein bisschen mehr zu essen geben, den Bewohnern. Und dann arbeiten die ein bisschen besser und sind ein bisschen glücklicher, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe. Das machen wir einfach mal, oder? Momentan können wir uns das leisten. Wir haben genug zu essen. Akku ist am Herd, aber es gibt eh nichts zu kochen. Na gut, dann sollte sie ja glücklich sein. Perfekt. Und wir bauen so langsam ein bisschen weiter. Wir brauchen weitere Lagergebäude. Und wir brauchen mal so ein paar irgendwie Sammlergebäude oder so. Es gibt ja Jagdhütten und sowas. Dorfbauwerke. Es gibt so viel zu bauen. Holzkohlemale. Gibt es irgendwie Brunnen? Da gibt es einen Brunnen, ne? Dürfen wir den bauen? Ja, ne? Einfacher Brunnen, kleiner Brunnen. Dann bauen wir doch so einen Brunnen. Und da kann man dann irgendwie Wasser schöpfen, oder wie? Das müssen wir noch rausfinden. Den stellen wir dann am besten direkt hier neben das Wassergebäude, oder? Den kann man sogar neben den Weg stellen. Ist doch perfekt. Stellen wir den halt hier mit hin. So. Und. Bam. Der kostet so ein bisschen Holzstämme und Stein und Bretter. Und. Dann. Arbeitsstation. Perfekt. Dann haben wir die erste Arbeitsstation quasi. Arbeitsstationen wie der Tartara-Ofen oder Gerbbottiche produzieren automatisch und über einen längeren Zeitraum hinweg besondere Gegenstände wie Leder oder Stahl. Okay, wir brauchen halt die Rohstoffe dafür und das können wir dann machen oder unsere Dorfbewohner machen das selber, ne? Gut. Dann setzen wir da jetzt Akku drauf an, oder? Wir haben ja Akku. Erstmal testen wir das. Moment. Pack mal den Hammer weg. Kleiner Brunnen. Brauchen wir irgendwas dafür? Wasser entnehmen. Null. Eimer hinterlassen. Wir brauchen Eimer, ne? Ich habe keinen Eimer. Da müssen wir erst Eimer herstellen. Okay. Gut. Wir müssen irgendwie Eimer herstellen. Da brauchen wir wahrscheinlich irgendwie so eine Werkbank dafür oder so. Es gibt, glaube ich, ziemlich viel zu tun. Gebäude, Einrichtung, gehen wir mal in Gebäude, Dienstleistung, das ist ein Wachturm drin, Produktionsstätten, da gibt's die Sammlerhütte und die Holzfällerhütte dürften wir jetzt schon bauen. Sammlerhütte als für die Nahrungsmittelgeschichten, ne? Die sammeln dann wohl Beeren und sowas, Pilze, Kräuter, Holzfällerhütte wäre wichtig, weil wir brauchen viel Holz zum Bauen, ne? Und hier ist ja überall Wald. Das bauen wir mal so ein bisschen abseits, das Ding. Da, wo noch Wald steht. Hier habe ich schon ziemlich viel abgeholzt bei uns. Ich glaube, das stellen wir mal hier. Ah, hier ist so eine Kreuzung. Wollen wir das hier mit vor die Kreuzung stellen? Hier so? Wenn wir das dürfen? Ein Objekt ist im Weg. Das ist dieser Busch hier.
Der muss weg. So. Jetzt müssen wir das wiederfinden. Produktion. Holzfällerhütte. Dann stellen wir die doch hier mit hin, oder? Hier so in der Ecke. Geht das? Was ist denn jetzt wieder im Weg? So. Und... Bam. Gut. Kostet Holzstämme, haben wir. Ich habe ordentlich gesammelt. Es gibt sehr viel zu tun bei uns. Und wir brauchen sehr viele Rohstoffe dafür. Ich habe was rausgefunden. Und zwar können wir die Stämme... Wir schmeißen mal so ein paar Stämme hier raus. Drei Stück. Die liegen jetzt auf einem Haufen. Und wenn wir jetzt dieses Gerät hier rausnehmen... Wie heißt das? Na ja, wisst schon, das Teil. Steindechsel. Damit können wir ja Bretter herstellen. Und zwar alle, die in Reichweite sind, können wir da direkt umwandeln in Bretter. Das ist super gut. Also auf jeden Fall die Dinger irgendwie stapeln. Das geht viel schneller, als das einzeln zu machen. Ich habe noch nicht geguckt, ob das irgendwie Haltbarkeit spart, aber es spart auf jeden Fall Zeit. So. Brett. Okay. Da geht doch was voran. Was brauchen wir hier? Eingangstür. Leerer Eingang. Ändern. Ach so. Tür rechts. Oder einfache Tür oder leerer Eingang, was auch immer das heißen soll. Ach, wir können es so lassen oder wir setzen Türen ein, wenn ich das richtig verstehe. Nadelbaum. Tür. Ja, dann machen wir das doch mit Türen, oder? Das ist schon schöner. So. Das offen lassen? Nee. Da muss eine Tür rein. Und bam. Gut, ich glaube, die Bretter reichen nicht. Wir brauchen mehr. Aber wir sind schon mal auf einem guten Weg. Danach müssen wir dann noch das Dach bauen, gehe ich mal von aus. Aber dann haben wir hier so eine Holzfällerhütte stehen. Ja, heute werden wir definitiv mal so ein bisschen ausbauen. Da gibt es ziemlich viel zu tun, haben wir schon gesehen. Wir brauchen dann auch ein paar mehr Mitarbeiter wahrscheinlich, ne? Aber jetzt überhaupt erstmal die Gebäude hinstellen. Wir brauchen, glaube ich, auch die Lagergebäude, damit die dann die Ressourcen und so weiter einlagern können. Und wir brauchen Lagergebäude, damit... Lagergebäude? Damit die auch ihre Werkzeuge zum Beispiel abholen können. Also die Holzfäller brauchen das Holzlager, um Holz zu lagern. Macht Sinn, ne? Das heißt, wir stellen das mal irgendwo so rüber zu denen. Das Holzlager. Das stellen wir dann mal irgendwo hier mit hin. Vielleicht hier so. Bäm. Oh je. Jetzt geht's aber richtig los. Wir brauchen Baumstämme. Und dann brauchen wir noch bei Lager das allgemeine Lager, glaube ich. Das wäre noch wichtig. Weil in dem allgemeinen Lager werden so Tools und sowas hergestellt, Werkzeuge, gelagert. Und die Arbeiter brauchen ja Werkzeuge, um ihre Tätigkeiten da machen zu können. Das heißt, wir brauchen dieses Lager, damit die überhaupt erstmal loslegen können. Und natürlich Tools, die wir dann da einlagern. Die muss ich halt dann erstmal herstellen. Das stellen wir mal hier irgendwo mit dazu. Wie wäre es hier so gegenüber? Machen wir das hier. Ungefähr so. Bam. Und dann geht es jetzt erstmal ans Ressourcensammeln, ne? Wir nehmen jetzt erstmal alle Bäume mit, die wir hier so finden. Ich lasse den mal stehen. So ein paar vereinzelte lasse ich stehen, dass es ein bisschen schöner aussieht. Bei der Holzfällerhütte will ich jetzt auch mal alles stehen lassen, dass die Holz haben. Ich weiß nicht, ob die das dann abhacken später. Wahrscheinlich, ne? Wir werden sehen. Oh, da ist ein Fuchs. Seht ihr ihn? Wir essen heute Fuchs zum Abendessen. Schmeckt es? Versuch es wert, ne? Ich habe ihn. Er rennt weg. Oh, hol ihn dir. Ich glaube, er ist verwundet. Ein Rotfuchs. Der arme Fuchs. Ist der Speer jetzt weg? Ich glaube, ne? Ich glaube, wir haben den Speer verloren. Die müssen wir neu bauen. Wir haben doch so ein Messer auf der 4, ne? Skin. Fleisch.
Fuchsfleisch. Haben wir jetzt nur Fleisch bekommen? Ja, ne? Ich habe gedacht, er hätte noch ein schönes Fell oder so. Der arme Fuchs. Ist hier irgendwo unser Speer? Was war denn das eben? Irgendwas war da doch. Super komisch. Vielleicht lag da doch noch der Speer und der ist jetzt despawned? Ich hab's nicht lesen können. Es ging zu schnell. Ein Stein? Na gut, dann stellen wir halt noch so einen Speer her. Wir brauchen einen Yari. Oh, dafür brauchen wir auch Stämme. Na gut, dann mache ich mich mal an die Arbeit. Wir gehen mal hier runter und hauen hier die ganzen Bäume klein. Wir müssen auch Bretter herstellen. Also ich glaube, der Wald, der muss jetzt weichen. Puh, die Arbeit geht wirklich schwer von der Hand. Also möglicherweise liegt es daran, dass wir ziemlich hungrig sind. Wenn ich jetzt einen Baum fällen will, dann haben wir echt wenig Ausdauer. Und wir brauchen auch sehr lange, um die wieder hoch zu regenerieren. Also es dauert echt ewig. Jetzt ist die Axt auch schon wieder kaputt. Schnell die neue Axt ausrüsten. So. Okay. Haben wir wieder ein paar Stämme. Wir essen jetzt mal so ein Süppchen und dann gucken wir mal, was das ändert. Wir haben noch so ein paar Süppchen. Die ist, glaube ich, alt. Die ist jetzt alt und wird dann bald ganz schlecht, glaube ich. Das ist frisch. Wir essen mal die alte. Mal gucken, ob das was hilft und ob die funktioniert. Ja, die ist doch ganz gut. Okay. Hier ist Fuchsgebiet, glaube ich, ne? Hier sind überall Füchse unterwegs. So, jetzt probieren wir das nochmal. Ja, also ich glaube, wir brauchen immer noch genauso viel Ausdauer, um die zu fällen. Oh, das geht aber viel schneller wieder hoch. Also ich glaube, dass das damit zusammenhängt, wie satt wir sind. Je satter wir sind, desto besser können wir arbeiten. Das ist also ultra wichtig. Ansonsten verschwendet man hier echt seine Zeit. Da drüben ist so ein kleiner Tempel, ne? So ein Schrein. Da, wo diese Bäume wachsen. Da dürfen wir, glaube ich, auch nichts machen. Das muss alles so bleiben. Aber auf jeden Fall immer gut voll essen. Voll futtern, bevor es losgeht mit der Arbeit. Weil ohne Mampf kein Kampf. Ihr wisst ja. So, geh mal einen Schritt zurück. Er versucht, die Bäume immer mit dem Kopf zu fällen. Ich weiß auch nicht, warum. Wir können wieder nichts mehr tragen. Okay, dann schmeißen wir noch ein paar dazwischen. Und nehmen wieder die Drechsel raus. Dechsel heißt das Ding. Oh, oh, eins haut ab, ein Stamm. Ja, also das muss man auf ebenem Boden machen, nach Möglichkeit. Dann funktioniert das so ein bisschen besser. Aber dann haben wir jetzt wieder einen Riesenhaufen Bretter. Und Rinde, ne? Die haben wir noch nicht wirklich gebraucht. Wir haben ziemlich viel Rinde. Also wir müssen wieder mehr Lager bauen, dass wir das ganze Zeug irgendwo unterbringen. So, das reicht erstmal. Jetzt geht's erstmal wieder zurück. Hier müsste auch irgendwo noch ein Stamm rumliegen. Ich weiß nicht, wo der ist. Ich habe den noch nicht wieder gefunden. So. Der Metallhammer ist auch schon durch. Der ist zerlegt. Weiter geht's. Jetzt haben wir wieder gut gegessen. Jetzt können wir auch ein bisschen schneller bauen, hoffentlich. Steht. Bretter. Haben wir auch. Und hier drüben können wir mal gucken. Da habe ich jetzt auch schon so ein bisschen was aufgebaut. Das Ding steht soweit. Das ist ja die Holzfällerhütte. Und hier steht die Hobelbank drin. Moment, wir müssen erst den Hammer wegpacken. Und hier können wir alles mögliche herstellen. Unter anderem Eimer, die brauchen wir ja zum Wasser fördern, glaube ich. Deswegen stellen wir mal noch einen zweiten her. Die stacken, glaube ich, nicht, oder? Doch, die stacken, das ist gut. Dann können wir ja mehr herstellen, ne? Die kosten Stöcke und Bretter. Oh, Bretter brauchen wir eigentlich. Ich stelle mal noch zwei her. So. Ja, und dann könnten wir hier so eine Rührpaddel herstellen und weitere Eimer. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Eimer mit Wasser, den stellt man her. Öllampe. Öl haben wir auch, ne? Ging ja auch. Ach, das können wir statt einer Fackel benutzen. Das ist cool. Ja, ich weiß nicht. Eimer mit Wasser, warum man das hier herstellen kann. Vielleicht, wenn man hier irgendwie Wasser in der Nähe hat. Keine Ahnung. Und hier können wir dann Stämme entrinden. Wir können Bretter herstellen, Stöcke und Brennholz. Das geht alles hier. Das machen aber nicht wir, sondern das machen dann unsere Mitbewohner hier. Unsere Dorfbewohner, denke ich mal. So, das Ding bauen wir jetzt auch mal weiter. Und
Gut, dann muss ich wahrscheinlich bald wieder Ressourcen holen. Eingang mit Rampe, leerer Eingang. Okay, also hier können wir dann wieder so einen Eingang irgendwo hinsetzen, zum Beispiel zur Straße hin, denke ich. So, das ist gut. Was brauchen wir denn? Eingang mit Rampe. Bambus? Ach, Bambus brauchen wir? Das können wir ja nicht abbauen, ne? Das ist doof. Bambus haben wir nicht. Holzstämme haben wir aber noch. Gut, dann haben wir jetzt wieder ein leeres Inventar. Dann können wir nochmal gucken, ob wir Bambus holen können. Aber wir können ja Bambus noch nicht abbauen, ne? Dafür brauchen wir bessere Tools. Das ist ja der weit bekannte Stahlbambus hier. Den kann man nicht einfach mit einer Holzaxt abbauen. Wir müssen nochmal gucken, vielleicht finden wir irgendwo weichen Bambus. Das ist nicht weit, der Bambuswald. Der ist ja gleich hinter der nächsten Brücke, ne? Und das ist eine echt wildtierreiche Gegend. Also sehr schön eigentlich. Wir brauchen unbedingt eine Jagdhütte. Ich habe ganz viele Hirsche gesehen. Da ist wieder einer. Hier sind besonders viele in der Ecke. Da ist noch einer. Gibt es ja auch so Rehe oder wie das dann heißt. Hirschkühe. Ich sehe immer noch welche mit Geweih. Da ist irgendwas im Wald. Ist auch wieder ein Hirsch. Oh, ich freue mich schon drauf, hier die Wälder unsicher zu machen. Hier gibt es noch so kleinen Bambus, ne? Kleiner Bambusbaum. Okay, ich glaube, das geht. Bambus erhalten. Perfekt. Die sammeln wir auch automatisch auf. Das ist praktisch. Na gut, dann werde ich noch so ein bisschen Bambus sammeln und weiter bauen. Und dann melde ich mich mal zurück, wenn so die nächsten paar Gebäude stehen. Die Lager zumindest. Die funktionieren ja auch alle gleich. Da gibt es dann Lager für unterschiedliche Ressourcen. Oh nein, Wildschwein. Nichts wie weg. Oh oh. Sollen wir uns mit dem Wildschwein anlegen? Wir können ja noch einen Speer bauen. Nee, können wir nicht. Wir haben keinen Holzstamm mehr. Wir können es versuchen, ne? Wir versuchen das jetzt, oder? Wir können uns ja nicht immer in die Flucht schlagen lassen. Wir holen uns die Sau. Die machen wir kalt. Pixi! Pixi! Jawoll! Stufe! Auf dem Weg des Kriegers. Das ging doch ganz gut. Ich meine, sie hat uns wehgetan, aber wir haben sie erwischt. 12 Fleisch. Mega. Dann können wir ja jetzt eigentlich erstmal an den Grill gehen, oder? Rohes, rotes Fleisch. Können wir roh essen? Kann es aber vergiften, das wollen wir nicht. Wir wollen lieber Bambus sammeln und dann braten wir uns später so ein paar leckere Wildschweinsteaks. Oh yeah, das Holzfällerlager steht. Hier können wir jetzt unsere ganzen Holzsachen lagern. Ich habe da auch schon mal losgelegt und alles reingepackt, was wir nicht sofort brauchen. Und wir haben ziemlich viele Bretter aus Laubbäumen. Jetzt ist es aber so, nee, das will ich gar nicht, dass wir hier drüben für die Fertigstellung von dem Gebäude, das allgemeine Lager, Bretter von Nadelbäumen brauchen. Hier gibt es aber keine Nadelbäume in der Gegend. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal richtig weit laufen, um Nadelbaumbretter zu organisieren. Ich sehe keine Nadelbäume, ehrlich gesagt. Also da müssen wir irgendwie relativ weit laufen, scheinbar. Also auch da drüben auf dem Hügel, das sind alles Laubbäume, ne? Ich bin mir nicht mehr sicher. Wir hatten schon mal Nadelbäume, glaube ich, gefällt irgendwo. Vielleicht an der Küste? Auf jeden Fall nicht hier. Das ist alles nicht so einfach, aber na gut, da muss ich dann gucken, dass wir Nadelbäume ranbekommen. Und ich habe jetzt auch die Eimer mal ausprobiert. Das funktioniert ultra komisch. Da habe ich noch nicht so recht raus, wie das eigentlich dann gedacht ist. Wir können ja hier diese Eimer herstellen. Das sind diese normalen Eimer. Und die können wir jetzt hier rüber zum Brunnen bringen. Und an dem Brunnen deponieren, so heißt es, glaube ich. Eimer hinterlassen. Und der füllt sich jetzt automatisch und verschwindet dann. Und jetzt können wir Wasser entnehmen. Und jetzt haben wir keinen Eimer mehr, sondern wir haben 10 Tropfen. Ich weiß nicht, was das bedeutet. Ob wir dann den Eimer zurückbekommen später?
weiß es nicht. Das brauchen wir zum Kochen und so, zum Arzneien herstellen. Na gut. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall mal einen Brunnen stehen. Jetzt brauchen wir halt dieses allgemeine Lager, um da Tools zu lagern für die Holzfäller. Dann könnten wir einen Holzfäller anstellen, der so ein bisschen Holz für uns ranschafft. Vielleicht auch Nadelholz, mal gucken. Vielleicht kann man das irgendwie priorisieren oder die sammeln einfach das, was in der Umgebung ist. Ich weiß es nicht. Müssen wir dann alles ausprobieren, ne? Auf jeden Fall sind wir wieder so ein bisschen weiter. Der Dorfausbau, der wird noch so ein bisschen auf sich warten lassen. Wir haben dann zumindest schon mal die wichtigsten Lager stehen, denke ich. Wir haben das Holzfällerlager. Dann geht es mal Richtung Sammlerhütte oder Jagdhütte oder sowas. Und dann müssen wir auch unbedingt mal diese Aufgaben erfüllen, ne? Dass wir uns so ein bisschen beliebt machen bei unseren Nachbarn hier in der Gegend. Bei dem Krieger und Priesterin, ne? Und dem Unreinen. Und dann schauen wir mal, was da noch alles freigeschaltet wird. Wir brauchen ja die Questreihe, glaube ich, um die weiteren Gebäude freizuschalten, weil da noch ziemlich viel aktuell geblockt ist. Wohngebäude, Produktionsstätten, genau. Also die meisten sind ja noch, können wir noch gar nicht hinstellen. Eine Schmiede zum Beispiel wäre gut. Fischerhütte wäre auch schön. Wir sind jetzt, wo sind wir denn eigentlich? Jahreszeitentechnisch. Genau, wir sind im Sommer, Tag 3 von 4. Das heißt, der Sommer neigt sich schon dem Ende zu. Und hier sehen wir jetzt auch ziemlich cool, was es hier so an Tieren gibt. Na, das ist jetzt eingeblendet. Hier gibt es Wildschweine, da gibt es Wildschweine. Dann gibt es hier ziemlich viel Hirsche, Hasen und Füchse. Also da unten müssen wir vorsichtig sein. Da wurde ich noch nicht angegriffen. Hier wurden wir schon mal angegriffen. Und hier irgendwo haben wir, glaube ich, die Wildsau gerade getötet, ne, vorhin. Und jetzt haben wir super leckeres Fleisch. Ich habe die gebraten, die Wildschweine. Jetzt haben wir gebratenes Fleisch. Wir können es gleich mal probieren eigentlich. Das hält sich auch nicht super lange. Bringt so ein bisschen was, ne? Also diese Gerichte sind schon mega gut. Die bringen deutlich mehr. Ist auch relativ viel wert. Oh yeah. Das packen wir mal mit hier in die... Hammer weg. In dieses Nahrungsmittellager. Da haben wir noch ganz viel Fisch. Das können wir nicht stapeln. Ist der alt? Frisch? Alt. Der ist schon alt, ne? Nicht mehr ganz so gut. Aber bestimmt noch gut genug. Wir haben auch noch dieses Nare Sushi. Das ist auch mega gut. So, mal gucken, was die Akku so ist. Keine Ahnung. Dann haben wir noch Beeren. Die können wir auch mal hier lassen. Und Maitake-Pilze. Lassen wir auch mal hier. Dass wir so ein bisschen das Lager leer kriegen. Wir brauchen auch ziemlich viel Stroh. Und ich weiß noch nicht, wie man das trocknet. Wir müssen, also das Gras trocknet. Wir haben ja Gras, aber wir haben kaum Stroh. Wir müssen unbedingt irgendwie so einen Strohtrockner oder sowas bauen. Also es gibt mega viel zu tun hier. Wir sind noch ganz am Start. Nichopia entwickelt sich. Aber sieht schon ziemlich schön aus eigentlich. Das Haus ist ein bisschen zu hoch für den Baum. Der hängt da so ein bisschen ins Dach rein. Aber das geht noch. Okay. Na gut. Dann müssen wir es leider schon wieder gut sein lassen für heute. Wir haben so ein bisschen was geschafft, aber das wird uns noch länger beschäftigen hier, der Ausbau. Als nächstes gehen wir mal wieder raus, gucken uns so ein bisschen die Welt an, denke ich. Dass wir so ein bisschen auf Achse bleiben. Und dann müssen wir dringend wieder eine weitere Bauepisode einlegen. Hier gibt es einfach noch super viel zu machen. Für heute war es das aber erstmal aus Sengoku Dynasty. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schön, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut und bis dann.